Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying. Uwe, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor wir das zeigen, muss ich einfach mal abmachen hier. Zack. Wie ihr seht, habe ich hier ein fettes Paket bekommen. Und zwar ist das ein Paket von dem Game Cyberpunk. Ich weiß nicht, was drin ist. Meine Frau hat gesagt, das ist halt ein Paket von Cyberpunk. Und ich weiß nicht, was los ist. Für mich eindeutig eine Mystery Box. Also auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön, von wem auch immer das ist. Ich hoffe, da ist auch ein Brief drin und stehen irgendwie Namen und Firmen und so weiter drin. Und wenn das eine Cyberpunk Box ist, dann hätte ich auch sehr gerne, natürlich ist das immer extra Wünsche, aber gerne das Game, hallo? Natürlich ist dies hier keine Cyberpunk Produktplatzierung oder ähnliches. Sondern ich mache es einfach auf, weil ich es spannend finde und selber nicht weiß, was da drin ist. Und wenn da was Cooles drin ist, dann möchte ich euch das natürlich mitteilen. Wie gesagt, ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht ist sie auch voll uninteressant und ja. Und ich habe mir gedacht, wir öffnen die ganze Box mal hier in der Hohlkehle. Hier ist ja sehr geiles Licht. Anstatt bei mir zu Hause. Weil mittlerweile habe ich so geile Locations, die ich nutzen kann für meine Videos. Eigentlich könnte man noch so ein professionelles Unboxing machen, ne? So. Was haben wir hier drin? Aha. Was ist das hier? Weiß nicht. Was sagt ihr? Ist das nur ein Tuch oder ist das so ein Bandana oder was? Oha, Leute. Aha. Ein Cyberpunk-Rucksack. Aha. Eine Hose. Und hier haben wir jetzt noch eine. Oh, die ist. Boah, warte mal. Ja, die hat aber Gewicht, muss ich sagen. Die hat aber Gewicht. Wollen wir mal den vorbildlichen Flying Aufräumer machen, oder? So, Messer. Gar kein Problem. Ganz professionell vorbereitet, Leute. Apropos vorbereitet. Kann man hier mal auf ganz dezent. Nix. Geh nix. Nix Licht. Ja, hier vielleicht. Test on off. Ah ja. Ready, Synchron, Model. Ah, oh. Einfach Licht machen. Gleich blitzt das sowas von. Ich sehe das schon kommen. Modell. Ah. Ja, gefällt mir. Oh, ist zwar Fotolicht, Leute, aber. Besser als gar nichts, ne? Wenn wir doch schon mal hier sind, wollen wir das Ganze doch auch mal nutzen. Hier on. Okay, auch nicht. Oh, doch. Aha. Ja, so ein bisschen, weißt du? Auf indirekte Beleuchtung, dezent professionell. Apropos professionell, Leute. Dieses Video wird von meiner eigenen Firma Smilox unterstützt, denn diesen coolen Anzug hier gibt es ab Sonntag um Punkt 12 Uhr. Wie gesagt, Leute, der heiße Feger kommt Sonntag um Punkt 12 Uhr online. Ihr könnt mal die Videobeschreibung abchecken und mal auf smilox.com raufgehen. So, nicht lang schnacken. Öffnen wir das Ding. Ganz wichtig, ich predige es immer wieder. Nicht so weit raus, nicht so weit raus, sondern echt. Zack. Nur so. Zack. Dann schneidet ihr eventuell irgendwas mal kaputt. Oha. Ne. Was ist hier los? Oh, guckt euch das an, Leute. Digga, was ist das denn? Ne. Oh. Digga, das ist so ein ganzer Kasten hier. Wow. Digga. Collector's Edition, ey. Paul. Komm mal. Geil, ne? Paul ist nämlich auch einer von denen. Er wartet auch schon seit gefühlt Jahren auf dieses Spiel, ne? Ja, 2013 kam erster Trailer. Ja. Alle gehypt. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Geil, ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich mag diese Kiste nicht mal aufmachen. Ich mach das für dich. Ich hoffe, was alles drin ist, Digga. Eine Figur auf jeden Fall, siehst du die? Da, und dann sind zwei Spiele drin, zwei CDs. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Merch und so. Da muss ich ja mal sagen, ne? Paul ist sogar so im Cyberpunk-Modus, dass er auf empogy.com einen Blog darüber geschrieben hat. Also wenn einer auf das Game wartet, dann ist das Paul. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ihr wisst, was für ein Sammler ich bin, ne? Und hier steht das sogar groß und fett drauf. Collector's Edition. Am liebsten würde ich das zur VGA schicken, also die Video Gaming Authority, denn voll in so ein Plexiglas-Deck rein und... Aber ich möchte es auch irgendwie fürs Video jetzt einfach öffnen und euch teilhaben lassen. Okay, wir müssen das Ganze auf jeden Fall ganz vorsichtig öffnen. Ja, guck mal, das sieht schon mal gut aus. Hier auch, sehr gut. Dann... Ich bin sogar so unter Spannung und neugierig, dass mir schon echt warm geworden ist. Ah, hier an der Seite. Ach so. Was ist das denn? So,
So sieht das hier drumherum aus. Und jetzt, guck mal hier, auf Garage. Alter, was ist das für ein Stecksystem hier? Oha. Ganz vorsichtig. Ach du Heiliger, was ist das? Digga. Das ist auch ein Karton. Was haben die sich einfallen lassen? Guck mal hier, was ist hier los? Wow, okay, dazu kommen wir gleich. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Was haben wir hier? So, schneiden wir es ja auch mal ganz sanft auf hier. Da muss ich sagen, wir haben die echt... Man denkt so zuerst, oh okay, ist so geil, oh, könnte ein gutes Paket sein. Aber wie sie das Verpackungsdesign gestaltet haben, das ist schon wirklich richtig geil. Ich sehe sowas dann mit anderen Augen, ne? Weil ich ja selber Packungsdesign und so weiter mir auch Gedanken mache, wie mit der Samplebox von M4G zum Beispiel und so. Aber das hier ist echt next level. Allein schon hier, dass auf Styropor Cyberpunk draufsteht. Allein das kostet nochmal extra. Wow! Guckt euch das an. Aha. Ich noch das Motorrad und wie ich voll angefahren wurde. Und jetzt interessiert mich, was hier drin ist. Ihr, guck mal, das seht ihr glaube ich gar nicht. Das ist ja so, das ist Pappe. Und das sieht voll hochwertig aus. Hier haben wir nochmal so einen Tragegriff. Alles aus Pappe, Alter. Was weckt so? Ah, oh, oh. Also ganz ehrlich, ne? Der sich hier so eine Gedanken gemacht hat um dieses Verpackungsdesign. Die möchte ich bitte unbedingt einstellen. Aber so eine Verpackung, das kostet doch richtig viel Geld. Guck mal hier. Und das Ding ist, das ist sogar alles auf Deutsch. Wow, ich bin echt gespannt, was dieses Spiel... Oh geil, hier auch das hier. Was dieses Spiel alles hergibt, ne? Ich bin... Also ganz ehrlich, einige Streamer konnten ja schon ein bisschen streamen. Ich habe mir gesagt, komm, ich guck mal das alles schön in aller Ruhe an. Und dann habe ich jetzt wirklich durch Zufall dieses Paket bekommen. Wow, Artbook. Das offizielle Artbook zu Cyberpunk 2077. Oh, dieser war die. Ja, also, ne? So, hier das Buch. Was haben wir hier? Okay, das ist dann sozusagen, wo man dann CDs fürs Spiel reinmachen kann. So ein bisschen so eine geile Aufbewahrungsbox, denke ich mal. Beweismittel. Ja, ich will das jetzt nicht einfach so öffnen. Gebe ich ehrlich und offen zu. Möchte ich nicht einfach so öffnen. Bleib zu. Was haben wir denn hier? Oh, hier sind Patches drin. Ah, und hier sind Aufkleber drin. Und hier... Hier, so sieht er aus. Hier haben wir auch noch was. Hier sind Schlüssel abgebildet. Ha, geil, ey. Das ist doch genau mein Stil, Leute. Schön retro. Guckt euch das mal an. Das ist so stabil gebaut. Das ist wirklich richtig, richtig hochwertig, auch richtig schwer. Ich kann mir vorstellen, dass diese Pakete auch so eine Art Items im Game sind. Würde ich mal so stark behaupten. Irgendwie so auch so designt. Mal schauen. Ich werde es ja sehen in dem Game. Leute, was soll ich dazu sagen? Dritte Auflage. Okay, ist das eine Art Comic? Shoppingkultur, Sightseeing ist. Ah, das ist, glaube ich, so von der Stadt dann praktisch. Irgendwie die Karte dafür, wie auch immer. Irgendwie so in die Richtung. Und hier das dicke Artbook. Allein schon so, wie das so verpackt ist, ne? Der muss richtig rum, wenn denn schon richtig? Leute, ich muss echt sagen, unbeschreiblich. Ich nehme jetzt das Motorrad. Diese Details hier auch. Guckt euch das mal an. Hier so verbogen. Hier hängt irgendwas drüber. Ein Rucksack. Hier der Müll. Und das Motorrad jetzt kommt so rein. Horizontal. Zack. Wow. Guckt euch das mal an. Guck mal, hier nehme ich das Bild ab. Okay, und dann muss er da so stehen. Ah, da ist ein kleines Loch. Kommt dann so rein. Fass mal so an, so Box, Haptik, Magnetik, alles Verpackungsdesign. Und du kannst jetzt, mach mal auf, dann weißt du, was da drin ist. Einfach wie so ein Deckel. Zack. Guck mal, da ist ein Artbook drin. Guck mal, und so haben sie das Spiel
Jeder, der mitgemacht hat, hat unterschrieben, oder? Das weiß ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage gerade. Ob Keanu Reeves da unterschrieben hat? Guck mal, auch hier das Buch selber und so, ne? Nimm das mal in die Hand. Nach 8 Jahren haben die auch was gemacht, ne? Ja, ne? Du sammelst sich was an, sagst du, ne? Und hier sind auch so, ich glaube, das sind auch so, ich weiß nicht, ob das auch dann so die Items wie im Game sind oder so, wenn man die einsammelt. Weißt du, hier sind Patches drin. Ja, guck mal, hier beschreiben sie richtig die Stadt und alles. Ja. Also wenn die da jetzt nicht verkacken, aufgrund Updates hin und her, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dann kann das auch für mich ein Suchtfieber sein, weil, wie gesagt, das erinnert mich total an den Film, diese Retro-Future-Optik, weißt du? Hier, was wollte ich sagen an dem Film, Dings? Blade Runner, genau. Und ja, das ist halt genau mein Ding alles so, ne? Und ich muss ja echt sagen, verpackungstechnisch gesehen, ne? Ist das alles echt eine Inspiration. Guck mal, zum Beispiel hier für Empogee haben wir so eine Samplebox gestaltet. Na, an welche Konsole erinnert euch sowas, hä? Das war so mein nostalgischer Hintergrund. Und wenn sie ausgepackt ist, habt ihr dann hier sozusagen alle Proben von den neuen Geschmäckern drin, ne? Insgesamt 8 Stück. Und deswegen muss ich sagen und weiß auch, wie teuer Verpackungsdesign ist, weil ich das hier auch an solchen Sachen wie mit Empogee zum Beispiel total gemerkt habe, auch dass es hier zum Beispiel nicht rausfliegt und so. So Kleinigkeiten, die dann halt viel ausmachen. Und bei der Samplebox von Empogee wird das dann so sein, am Ende, es wird mehrere Seasons geben und dann hat man sozusagen am Ende ein komplettes Bild, wenn man sich das ins Regal aufstellt. Also auch so ein Sammelfaktor sozusagen. Und ich muss echt sagen, hier haben wir das nochmal in Folie eingeschweißt, so sieht das dann aus, wenn die Kunden das nach Hause bekommen. Und ich muss sagen, verpackungstechnisch hat mich das Game jetzt schon umgehauen. Grüße geht raus an den Verpackungsdesigner. Okay, und zum Spiel kann ich jetzt noch nichts sagen. Ich habe es noch nicht angezockt. Ja, erstmal nochmal ganz großes Dankeschön an Cyberpunk. Ich sage ganz ehrlich, bleib mal kurz stehen. Ich habe hier auch kein Gift gefunden oder so, ne? Nix. Aber ich weiß nicht, von wem das Paket ist. Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr geil. Und ja, wenn euch die Collectors Box gefallen hat, das Unboxing, ich bin echt positiv überrascht. Hinterlasst einen Daumen nach oben und wir sehen uns zum nächsten Video.